Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf meinem Kanal, denn heute spielen wir mal die Dinosaur Fossil Hunter Demo an, ein Spiel, in dem man oder bei dem man in die Rolle eines Paläontologen schlüpft, also ein kleiner Kindheitstraum wird wahr, denn wer wollte damals nicht als Kind Paläontologe werden, wie Alan Grant aus Jurassic Park 1 und nach versteinerten Dinosaurierüberresten buddeln, diese aufbereiten. Und man kann sie sogar hier dann später in seinem eigenen Museum aufstellen. Also richtig, richtig cooles Spiel. Ich freue mich tierisch darauf, gleich diese Demo anzuspielen, weil ich habe mir nur so ein ganz bisschen was angeguckt, aber noch nicht viel. Also ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Das werden wir hoffentlich gleich gemeinsam rausfinden. Aber bevor das soweit ist, muss ich nochmal irgendwas holen, weil ich habe eine Sache vergessen. Denn als Paläontologe braucht man natürlich den passenden Hut. Ansonsten findet man nämlich nicht die richtig guten Fossilien. Und den habe ich natürlich, den benutzen wir auch. Und ich habe mir noch einen schönen Kaffee gemacht aus der passenden Tasse. Und jetzt denke ich, sind wir bereit für die Fossiliensuche. Und ich hoffe wirklich, dass wir was Cooles finden werden. Ich starte das Ganze. Pyramid Games Presents Dinosaur Fossil Hunter. Und da sind wir schon im Spiel. Wow, das ging schnell. Ich glaube, wir sind hier in unserem eigenen Museum. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das auch alles selber gestalten. Also die ganzen Pflanzen, die ihr hier unten seht und Steine. Das ist alles selbst platziert. Richtig cool. Was haben wir denn hier? Das dürften zwei Gallimimus sein, oder? Sieht zumindest so aus. Oh, ich stelle mir das so cool auch vor, wenn man hier jeden einzelnen Knochen selber ausbuddelt und den dann auch zusammensetzt und sowas. Das werden wir hoffentlich heute noch erleben. Was haben wir hier? Oh, das sind das Allos? Ich glaube, das sind Allosauren. Kommt mir zumindest so vor mit den langen Armen hier. Weil Allos haben auch ungefähr diese Körperhaltung. Falls ich da falsch liege bei irgendeinem Skelett oder so, korrigiert mich bitte. Hier haben wir einen gigantischen Brachiosaurus. Oh mein Gott. Das ist so verdammt cool. Ich würde mal gerne wissen, wie viel Knochen so ein Skelett hat insgesamt, so ein Brachiosaurus-Skelett. Was ist das hier? Ist das ein Anki? Nee, das ist kein Anki. Der hat keine Keule hinten. Ist das ein Nodosaurus oder sowas? Ich glaube schon. Das ist, glaube ich, ein Nodosaurus. Könnte ich mir gut vorstellen, weil der hat auch keine Zacken oder Hörner hier oben, nur an der Seite hier so ein bisschen. Ansonsten, ja, es gibt noch ein paar andere, aber die haben meistens so noch ein paar Stacheln oder sowas an der Seite, die nach oben gehen. Sieht auch cool aus hier der Untergrund, alles mit Stein. Hinten alles so grasig und hier ist auch mehr so Gras. Also finde ich echt nice, dass man das alles selbst gestalten kann. Aber wir gehen jetzt mal hier vorne in diesen Bereich, da sollte es weitergehen. Okay, jetzt geht's hier los. When I was 4 years old, I loved to draw dinosaurs. Okay, wir sollen jetzt hier zeichnen. Ich und zeichnen am PC. Ach du Schande, das kann ja nur schlimm enden. So, ein Schlückchen noch. Und dann machen wir uns daran. Dürfte ein Brachiosaurus sein, so wie das hier aussieht. Nehmen wir mal den Stift. Ah, ich hab's gecheckt. Oh. Okay. We got a problem, Houston. Wir haben uns direkt vermalt. Egal, wir gucken mal, was da draus wird, Leute. Ich kann das überhaupt nicht am PC, ne? Aber ich war früher der begabteste Künstler der Welt. Nee, Quatsch. Ich hatte, glaube ich, immer eine 3- oder so in Kunst. Also ich war immer nur so unter Durchschnitt, würde ich sagen. Oh Gott, mal nach Zahlen habe ich auch nie gemacht. Ihr seht. Zahlen vergessen. Na komm, jetzt, wenn das eh versaut ist, dann können wir auch ein bisschen Spaß haben hier. Eine Unterart vom Brachiosaurus. Boah, ist das bescheuert. Ein wunderschöner Pinguin, oder Leute? Okay, weiter geht's hier. Oh. Ein Brachiopenosaurus mit einem rutschenden Pinguin über den Schweif. Wunderschön. Dann machen wir hier nochmal eine Signature. Boah, das ist aber auch hier schwammig. So, das ist jetzt Dundee. So sieht meine neue Unterschrift aus. Wunderbar. Let's go. It was one of the most exciting days in my life. When I was 8, I found my first fossil. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Ich würde auch gern so eine Raptorklaue oder sowas haben. Das wäre so nice. Wäre richtig, richtig cool. Sieht schon schick aus, das Spiel, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr gut. Sehr atmosphärisch. Boah, ich kann springen. Links oben steht auch die Steuerung.
Okay, die Steuerung ist ja relativ simpel. Ah, ich habe was gefunden. Oh, das ist, glaube ich, sogar eine Klaue oder eine Kralle. Ja, heb auf hier. Sag mal her, was du da hast. Da haben wir unser erstes Fundstück. Wunderschön, oder? Richtig cool. I lost it 6 months later. Oh mein Gott, wie kann man sowas verlieren? At the age of 14, nearly all I could think about was putting together and painting dinosaur models. I was getting better at it. Okay, jetzt sollen wir hier einen Dinosaurier zusammenbauen, oder was? So einem Holzbausatz. This one comes with a manual. It's that simple. Okay, mit einer Bedienungsanleitung kriegen wir hin. Da, Bein da rein. Ey, da rein. Erstmal komplett verkacken. Kann ich Kamera drehen? Hallo, geh da rein. Ja, ja, das ist dead simple. Hallo. Ja, man sollte vielleicht das Model drehen, ne, damit das auch funktioniert. RIP. Okay, das ist aber wirklich einfach. Wir stecken jetzt hier die Teile zusammen. Und dann kriegen wir wieder einen wunderschönen Brachiosaurus. Übrigens einer meiner Lieblingsdinosaurier. Ein ganz, ganz toller, friedlicher Dino. Also wer den nicht mag, da weiß ich auch nicht. Der kann ja nur beliebt sein bei euch allen. Bei uns allen. Wunderschön. Können wir gleich auch noch so ein Stego zusammenbauen? Oder was ist das hier im Hintergrund? Ich hoffe. Oh ja. Okay, bis jetzt sehr machbare Aufgaben. Wofür sind eigentlich genau diese Platten hier oben auf dem Rücken vom Stego? Ich habe schon viele Theorien gehört zum Hitzeausgleich und. Schreibt es mal rein, wenn ihr da genaueres wisst. Würde mich mal interessieren. Stego haben wir auch perfekt zusammengesetzt natürlich als Profis. So, was haben wir jetzt? Okay, wir kriegen keine Baupläne, nix. Oha, was haben wir denn hier für ein Dino? Da kommt auf jeden Fall schon mal der Kopf hin. Das kriegen wir hin, mal gucken, was es wird. Was soll denn das sein? Ist das ein... Das ist auf jeden Fall irgendein Carnivore, aber ich weiß nicht welcher. Soll das ein Rex sein? Ja, ich glaube, das ist ein Rex. Also ein Rex, Brachio und ein Stego. Kann aber auch ein anderer Carnivore sein, ich weiß es nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Eine tolle Statue hier von dem Triceratops. Übrigens mein Lieblingsdino, für die, die es wissen möchten. Wurde ja schon oft nachgefragt. Ich habe sogar schon mal die lokale Talentshow gewonnen. Sie haben... Ach, er hat den selbst gebaut. Ah, mit diesem Triceratops hat er den Pokal gewonnen. Und hier dieses Zertifikat. Richtig cool. Ich finde das übrigens mega cool, dass das Spiel noch so eine kleine Hintergrundgeschichte hat. Es geht jetzt weiter. Also wir durchleben gerade sozusagen unser Leben. Wir waren ja vorhin 4, dann waren wir 8. Jetzt sind wir 20. Und dann haben wir in der Zeitung einen Bericht über eine Paläontologengruppe gelesen, die noch freiwillige Helfer sucht. Und die Chance haben wir natürlich genutzt und uns direkt eingeschrieben. Und schon sind wir hier gelandet. Oha. Da steht auf jeden Fall schon mal eine Karre. Ich wurde übrigens letztens das erste Mal geblitzt in meinem Leben. Ich kann ja mal das Verbrecherfoto einblenden für euch, wenn ich das finde. So. War aber nur 7 km/h zu schnell. Trotzdem 30 Euro. Frech. Vor allem an so einer Stelle, wo die einfach nur abzocken. Egal, wollen wir uns nicht drüber aufregen, ne? Sowas Negatives. Wir wollen jetzt lieber nach Fossilien buddeln. Was muss ich denn hier machen? Oh, okay, ich verstehe. Wir sollen gleich zu einer Ausgrabungsstelle fahren. Und dort sollen wir noch ein paar Knochen finden. Das dürfte Hüfte sein, oder? Hipbone, rechter Arm und Vertebra. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ist halt leider alles auf Englisch. Und hier haben wir auch eine Karte. Wo befinden wir uns denn jetzt gerade? Ich denke mal, hier oben ist das Camp und wir müssen hier hin zum Ausgrabungsort. Ah, jetzt konnte ich es markieren mit Rechtsklick. Sehr gut. Hier gibt es auch noch so ein paar Infos über die Dinos. Aber das brauchen wir uns jetzt, denke ich, nicht alles durchlesen. Okay, wir sind auf jeden Fall in den USA. Also das hier ist USA. Ich kenne leider nicht so viele Bundesstaaten. Ich glaube, das ist Florida. I don't know, ich kann mich hier nur blamieren. USA kenne ich mich nicht so aus. Ist ja auch egal, wir wollen jetzt hier loslegen. Mach hier weg. Let's go. Müssen wir hier noch irgendwas mitnehmen? Aus dem Zeltchen, bevor es hier losgeht mit der Fahrt. Oh, ich habe sogar solche Tools dabei, sehe ich gerade. Seht ihr unten in der Mitte? Eine Kettensäge. Oh, ihr wisst ja, was Dundee mit Kettensägen macht, oder? Da kriege ich gerade ein paar Flashbacks. Komm her! Chainsaw Massacre! Alter! Okay, geil. Davon haben wir 2 Stück, Mire und ich können richtig hacken. Das ist ja übel geil. Also, falls wir keine Fossilien finden, dann machen wir uns selber welche. So, hier haben wir noch eine Spitzhacke und natürlich das Tablet auf M. Spitzhacke brauchen wir wahrscheinlich zum Buddeln, aber jetzt nichts wie los. Autos vollgetankt und es geht los. Ich hoffe, ich baue jetzt keinen Unfall.
10 km/h. Ah ja. Gleich werde ich wieder geblitzt. Wahrscheinlich stehen die ja gleich hinter der nächsten Kuppe. Let's go. Oh. Cool. Ich glaube, wir dürfen jetzt hier direkt loslegen. Mit meinem Lieblingsspielzeug. Und zack. Einmal durchgeschnitten. Ich denke mal, zweimal macht Sinn. Können wir das jetzt irgendwie wegkriegen? Jetzt zersäbeln wir es einfach noch weiter. In 1000 Stücke. Ah, jetzt kann ich es aufheben. Jetzt ist es klein genug. Sehr gut. Jetzt ist es nicht mehr so schwer. Und wir können es wegtragen. Das ist ja perfekt. Schmeißen wir mal hier weg. Kriegen wir das Stück auch aufgehoben? Ich glaube nicht, ne? Da müssen wir noch weiter säbeln. Haben wir es jetzt durch? Ja. Perfekt. Auch mal hier zur Seite. Können es einfach hinter uns legen, damit uns keiner folgen kann und uns die Fossilien wegschnappt. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Nicht, dass hier gleich die Konkurrenz kommt und sagt so, nee, habe ich zuerst gefunden. Ist nicht. Der Weg ist dicht. Okay, den können wir liegen lassen. Wir schaffen es schon durch. Ah, sehr gut. Fällt mir schon mal echt gut, das Spiel. Macht echt Spaß. Was sind wir denn hier? Oh, das ist matschig. Oha. Das wird schwierig, hier durchzukommen. Ich würde sagen, wir fahren links lang. Da sieht die Straße ein bisschen fester aus. Ah, Leute, guck mal unten rechts. Wir können sogar auf Allrad wechseln. Das macht Sinn. Mit B. Dann sind leuchten alle Reifen orange. Allrad ist wahrscheinlich besser hier in dem Schlamm. Denke ich mal. Ja, cool. Dann wird wahrscheinlich später auch noch verschiedene Fahrzeuge und so freischalten, gehe ich von aus. Und dann wird man da wahrscheinlich besser durch solche matschigen Gegenden fahren können. Machen wir wieder auf Vorderradantrieb. Und fahren mal die Straße weiter. Mal sehen, was uns hier erwartet. Oder sind wir jetzt schon da? Ja, aber wir sind angekommen. Cool. Oder müssen wir den Stein hier weghacken? Ne, wir müssen den Stein weghacken. Wir sind doch nicht da. Fehlalarm. Kann ich das jetzt schon aufheben? Ah ja, okay. Machen wir auch das hier zur Seite eben schnell. Perfekt. Der Weg ist frei. Und weiter geht's. Mal schauen, wo uns der Weg jetzt hinführt. Bin ich ja mal gespannt. Wir müssen nach links. Zum Glück alles ausgeschildert, damit ich mich nicht verlaufe. Ihr kennt mich ja. Ich verlaufe mich ja ganz gerne mal. Zumindest in euren Zoos. Oh Gott. Erstmal überschlagen. Ja, wir haben es gleich geschafft, glaube ich. Ja, jetzt müssen wir hier parken. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wir sind da. Jetzt müssen wir die erstmal absichern, die Grabungsstätte hier. Bin ich ja mal gespannt. Jetzt mal ein Schlückchen Kaffee gönnen. Währenddessen. Oh, wir bauen hier ein Zelt auf. Ah, ich verstehe. Okay. Das ging ja einfach. Da sitzt auch gar kein Fahrer drin. Oh, jetzt haben wir auch mehr Werkzeuge unten. Sehe ich schon. Was haben wir denn hier? Ah, da können wir wahrscheinlich dann unsere Funde reintun. Die stehen hier schon so abholbereit, die Kisten. So, was haben wir denn jetzt hier? Use the GPR to scan the area. Okay, wir müssen irgendeinen Scanner benutzen. Das ist wahrscheinlich die 4, ne? Jo, das sieht mir danach aus. Damit können wir jetzt hier rüberrollen. Das ist wahrscheinlich in echt viel, viel schwieriger als hier, aber das ist ja in Videospielen immer so. Ich sehe gar nichts. Ah, schau mal einer an. Wir haben eine interessante Felsformation gefunden. Okay. Habe ich die jetzt markiert? Ja. Linke Maustaste, konnte ich das jetzt markieren? Da haben wir jetzt ein Fähnchen aufgestellt. Und dann holen wir jetzt mal die Schaufel raus. Gucken wir mal, was wir da so finden. Ist das schon was? Ich habe absolut keine Ahnung. Der Stein ist das bestimmt, oder? Der sieht anders aus. Buddeln mal noch tiefer. Wir können hier einen Tunnel graben. Das wäre mal witzig, ne? Oh, wir haben ihn freigelegt. Okay. Warte mal, ich will mal kurz was ausprobieren. Ah, schade, tiefer geht nicht. Hier ist so ein Stein im Weg. Können wir leider auch nicht hacken. Kettensäge. Nee, geht auch nicht. Schade, ich dachte, wir könnten immer einen richtigen Tunnel graben. Aber jetzt haben wir immer schon mal eine Fallgrube für die Konkurrenz. Wenn sie dann kommen, gibt's Ärger.
So, heben wir mal den Fund hier auf. Schnell aus dem Loch tragen. Boah, so ein Stein muss echt verdammt schwer sein. Gucken wir uns den mal an. Ja, sieht für mich ehrlich gesagt nach einem Steinbrocken aus. Ich sehe da jetzt noch nicht, dass da irgendwas drin sein soll. Finde ich übrigens cool, dass man hier in dem Spiel so richtig buddeln kann. Oder habe ich jetzt einen falschen Felsen ausgebuddelt, Leute? Ich habe doch keine Ahnung. Ich buddel einfach weiter, bis nichts mehr geht. Also für mich sind das alles nur normale Steine hier. Use Plaster to secure this fossil. Okay, wir sollen eh was benutzen, um ein Fossil zu sichern. Oh, da! Das sind nicht nur normale Steine. Guck mal, da steckt was drin. Dann hatte ich gerade gar keinen richtigen. Muss ich das jetzt so machen oder wie mache ich das? Ah, okay. Jetzt haue ich hier irgendeine Paste drum, damit das Fossil gesichert ist und da nichts mehr kaputt geht. Das ist super. Okay, jetzt müssen wir den natürlich ins Zelt bringen, ganz schnell. Und dann danach in unser Museum oder unsere Werkstatt fahren und die dort aufbereiten. Cool. Dann habe ich am Anfang echt nur so einen normalen Stein mir geholt. Nein damit. Aber wir sollten doch noch mehr suchen, oder? So, jetzt buddel ich aber hier alles ab. Ach, nee, so erst die Kiste. Ich bin total heiß, Leute. Ich will jetzt hier alles aufbuddeln. Den gesamten Boden. Aber erstmal sollen wir die Kiste hier verstauen, so wie es aussieht. So, hinein damit. Meint ihr, wir kriegen da noch mehr mit? Auf Raum zu. Also eine zweite Kiste definitiv, oder? Alles rauf hier, damit hier ja nichts kaputt geht. Weil ich kenne mich schon. Ich werde bei meinen Fahrskills alles schön kaputt machen. Und hinein. Wunderbar. Kofferraumluke auf. Vielleicht können wir auch noch ein Ding auf dem Dach oder so transportieren. Das wäre cool. Dann brauchen wir nicht zweimal fahren. Da hatte ich irgendwie. Oder habe ich irgendwie nicht so Lust zu? Hinein. Let's go. Perfekt. Aber noch eine weitere geht nicht rein. Ich suche aber noch den dritten Knochen. Vorher haue ich hier nicht ab. Okay, den habe ich auch gefunden. Hinein damit. Oh, wir sind die besten Paläontologen, die es auf der Welt gibt. Geht tatsächlich aufs Dach. Wie cool. Sehr gut. Aber das wird natürlich jetzt gefährlich, ne, mit dem Transport. Ich hoffe, hier geht nichts schief. Egal. Wir müssen jetzt Vollgas geben. Wir müssen schnell sein. Wir müssen jetzt wahrscheinlich zurück zu unserer Schranke. Geht auf. Sehr gut. Zu unserer Base, wo wir herkommen. Oh Gott, was ist denn jetzt mit der Kamera los? Okay, alles gut. Ich glaube, das kriegen wir hier ohne Probleme hin. Oh Gott. Habe ich gerade gesagt oder kippen wir fast um? Sehr gut. So, hier nach links. Ja, ich bin halt ein sehr guter Fahrer, deswegen ist hier nichts passiert. Komm schon, du schaffst es. Allrad. Yes. Wir schaffen es nach oben. Okay. Ich würde eigentlich die ganze Zeit mit Allrad fahren, wenn ich so Offroad bin. Macht, glaube ich, am meisten Sinn, ne? Jetzt hier durch diese kleinen. Oh, jetzt sind wir wieder im Schlamm. Komm schön. Gib Gummi. Durch die kleinen Klippen hier durch. Gar kein Problem. Das sieht doch super aus. Hier vorne über eine Brücke. Das klappt auch ohne Probleme. Pick up canister to refuel the car. Oh, wir haben kein Benzin mehr. Gibt's ja nicht. Was ist denn unser Benzinkanister? Ach, hier hinten. Okay, dann machen wir das doch mal eben. Und wo ist der Tankdeckel? Da. Füllen wir da mal eben ein bisschen was rein. Das ist auch irgendwie eine geile Animation. Was passiert da gerade? Sieht ganz komisch aus. Egal. 29 Liter wieder am Start. Damit brauchen wir nicht mehr. Auf einen neuen. Nein, wir machen keine Umweltverschmutzung. So wollen wir nicht anfangen. Zack. Einweg-Benzinkanister. Boah, ich glaube, das wäre richtig schlimm, wenn man sowas wegschmeißt. Mit Benzinresten drin und dann noch das Plastik. Deswegen machen wir das mal lieber nicht. Muss ja vorbildlich sein, ne? So, und dann ab nach Hause. Da sind wir. Jetzt müssen wir einmal ausladen. Luke auf. Kiste 1 nehmen wir. Immer noch hier hinten. Perfekt. Ist krass, dass er solche großen Kisten mal eben easy tragen kann, ne? Mit so schweren Steinen drin. Später bei den ganz großen Fossilien braucht man bestimmt auch irgendwelche Geräte wie Kräne oder so. Oder irgendwelche anderen Sachen, die einem helfen. Ah, jetzt müssen wir hier beim Tablet irgendwo hinreisen, zu unserem Museum, so wie es aussieht. Genau, jetzt können wir hier zum Museum. Wir haben jetzt erfolgreich die Sachen ausgegraben. Na los, was können wir denn hier alles so machen? Hier liegen auf jeden Fall schon mal ein paar Steinchen rum. Ein Spind, was haben wir hier?
irgendeine Station. Okay, wir müssen das Zeug auf jeden Fall abkratzen, was wir da vorhin rüber gekippt hatten, um das Ganze sicherzustellen. Oh, wir haben hier sogar schon ein Skelett. Das sind wahrscheinlich die drei Knochen, die uns fehlen, ne? Als ob wir hier den ganzen Hals gefunden haben, mit den 1000 Halswirbeln und den ganzen Schädel. Richtig krass. Okay, okay. Wo sind denn unsere Dinger? Ach, hier liegen die. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ja, das sieht gut aus. Dann gehen wir mal in die Station. Ah, und jetzt können wir das abschleifen. Sehr schön. Wir können noch ein bisschen reinzoomen. Machen wir das doch mal. Jetzt wird hier aufgesäbelt. Gott, jetzt müssen wir hier in feinster Handarbeit das wegschlagen. Ich hoffe, wir machen da nichts kaputt. Ganz vorsichtig, Leute. So, jetzt haben wir wieder den Stein, den wir rausgefischt hatten. Ich habe echt Angst, gerade was kaputt zu machen. Oh Gott. Gefällt mir nicht. Aber das ist ja richtig cool, dass man das hier so alles verlegen muss. Ui. Okay, ich glaube, wir haben nichts falsch gemacht. Jetzt packen wir uns die auf den Tisch, die Knochen, die wir hier freigelegt haben. Wunderschön, da liegen sie. Ach, wie cool. Das ist ja nice. Putzen wir jetzt erstmal mit so einem Pinsel schön sauber. Schrubb, 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 schrubb. Ganz schön staubig hier. Wir haben es aber jetzt gleich. Die letzten zwei Knochen. Sind ja auch irgendwelche Klauen oder so, ne? Sieht zumindest so aus. Der Gallimimus, solche Klauen? Das ist wie so wirklich wie Raptor-Klauen oder sowas. So, was kommt jetzt? Jetzt müssen wir nochmal ansprayen, oder was? Okay. Ist ja richtig Arbeit hier, das Aufbereiten. Und der letzte. Sauber sprayen. Wunderbar. Oh Gott, was kommt jetzt? Jetzt kommt das nächste Tool. Das klingt aber böse. Und die wieder irgendwie reinigen. Oha. Ganz schön viel Arbeit, so einen Knochen aufzubereiten. Finde ich krass. Auf der anderen Seite auch nochmal. Aber cool, so langsam sieht man, dass es ein Dinosaurierknochen ist. Und der letzte. Den bereiten wir auch noch auf. Ich weiß auch gar nicht, was das alles für Tools sind. Echt super interessant, ne? Oh Gott. Oh, ja, jetzt sehen sie so aus, wie sie im Museum aussehen. Ich glaube, das ist so der finale Schliff, den wir gerade machen. Oh ja, das macht echt viel aus. Das ist ja krass. Oben den schleifen wir auch nochmal sauber. An allen Seiten, rundum. Oh, das bringt richtig viel hier gerade. Das ist ja richtig krass. So, jetzt wird wieder gesprüht. Das gibt's ja gar nicht. Ah, jetzt kriegen sie nochmal so einen Glanz verpasst. Ich sehe es schon, was hier... Jetzt sind wir aber gleich fertig, oder? Ja, ist der Beruf des Paläontologen doch nicht sowas für mich. Vor allem so viel Feinarbeit. Ich habe gar nicht so ein ruhiges Händchen dafür, glaube ich. Mehr so eine Opa-Zitterhand. So. Also von daher wäre das wahrscheinlich nichts für mich. Ich würde hier wahrscheinlich alles kaputt deppern. Ihr seht ja schon, wie ich hier sprühe. Das ist ja schon ganz schlimm. Und hier die beiden kleinen noch eben. Dann haben wir es. Jetzt sind die hoffentlich fertig. Die sehen super aus. So kann man die doch aufstellen. Ja, jetzt können wir den Knochen zusammenbauen. Wie cool. Das ist jetzt der Armknochen, oder was? Oder die gesamten Armknochen, nicht nur der eine Knochen. Sehr krass. Das ist jetzt wieder der Baukasten, den wir am Anfang gemacht haben. Elle, Speiche. Ich weiß leider nicht, was was ist. Das spielt sich schon sehr gut. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das ist ein perfektes Spiel für einen Livestream. Weil das mega ein chilliges Spiel ist. Soll es nicht fallen lassen, Leute. Soll ich mal fallen lassen? Mal um zu gucken. Okay, und noch ein letztes Mal. Okay, passiert nichts. Alles klar. Härtetest bestanden. Das ist halt echt ein Galli-Arm. What? Okay, krass. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass das so groß aus und so lange Klauen. Ist das ein Galli? Das müsste doch ein Gallimimus sein, oder nicht? Also ich gehe davon aus. Oh mein Gott, jetzt geht die Arbeit weiter, Leute. Das Ganze muss ich jetzt noch hier mega viel wiederholen. Nur mal hier durchsägen. Ich habe jetzt ja noch zwei Knochensets, die ich machen muss. Ich habe den Hut jetzt schon mal abgesetzt, weil ich glaube, es ist eine Menge Arbeit vor uns. Hier seht ihr jetzt das nächste Knochenset, was ich gefunden habe. Sieht auch super interessant aus. Das ist der Schädel jetzt.
Aber ihr merkt schon, das ist wirklich viel Arbeit. Aber ich glaube, das ist ein sehr entspanntes Spiel, so wenn man das spielt. Weil man halt echt auch viel zu tun hat, aber so ganz gemütlich. Machen wir gleich mal noch schönen Kaffee und sowas. Und dann kriegen wir das, denke ich mal, gut über die Bühne. Für euch kann ich das natürlich sowieso beschleunigen zum Zuschauen. Das ist ja sowieso alles um einiges entspannter. Okay, eine Sache muss ich euch noch zeigen hier. Der Schädel ist echt schwer zu reinigen, weil er so viele Ecken und Kanten hat. Und da muss man wirklich dann ranzoomen und das versuchen, alles sauber zu pinseln. Das sieht gerade irgendwie aus wie Grillhähnchen, muss ich sagen. Wenn man sich so drehen sieht, oder? Bild ich mir das nur ein, weil ich Hunger habe. Oder findet ihr auch, dass die Dinger gerade aussehen wie Grillhähnchen? Total bescheuert. Aber jetzt brutzeln wir unsere leckeren Grillhähnchen. Das sieht so geil aus. Wieso sehen die Halswirbel aus wie Grillhähnchen? Ich verstehe das nicht. Aber jetzt werden die auch noch schön braun gebrutzelt von diesem Tool. Kalles Hähnchengrill. Und jetzt können wir das schon zusammenbauen, ne? Ja, die Halswirbel können wir jetzt zusammenbauen. Wie cool. Okay, dann können wir jetzt hier rauszoomen. So, perfekt. Erstmal den Kopf, natürlich den Schädel. Ach, das sind die Augen, diese runden Teile, also die Augenhöhlen. Die Augen natürlich, ne? Und jetzt hier die ganzen Halswirbel. Die könnte ich ja in echt nie auseinanderhalten. Die sehen ja alle gleich aus, nur halt in verschiedenen Größen. Also krass. Aber ich wusste gar nicht, dass das so ein fetter Knochen ist. Also ein so ein Knochen so aussieht. Ich hätte jetzt gedacht, es sind mehrere Knochen, so ein Halswirbel. Gut zu wissen. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Gallimimus Schädel. Wunderbar, den können wir jetzt hier rein platzieren. Dann sieht das doch schon super aus. Jetzt müssen wir nur noch hier die Hüfte machen. Die müsste ja auch noch irgendwo hier liegen. So, wunderbar, der letzte Knochen. Perfekt. Sehr schön. Jetzt können wir das Ganze natürlich transportieren. Und dann setzen wir mal wieder unseren Hut auf, bevor wir das jetzt zusammensetzen. Ah, wunderbar, da freue ich mich. Das hat Spaß gemacht, cool. So, jetzt ist weg. Jetzt können wir hier irgendwo reingehen. Geht's denn jetzt hier hin? Ah, jetzt können wir hier ein Gehege. Okay, Leute, ihr könnt es nicht ganz sehen wie in der Webcam, aber ich kann hier unten auf jeden Fall jetzt zwei Ornithomimus auswählen und die platzieren, wie wir die gerne hätten. Mach mal so. Den anderen kann ich aber auch noch machen. Ah, die kann ich jetzt hier mit rein kombinieren, oder was? Ich hätte die gerne nebeneinander. Ja, genau so. So habe ich mir das vorgestellt. Aber ich würde gerne den Rand hier noch höher ziehen. Also ich kann jetzt hier noch einige Sachen einstellen. An Dekoration. Erstmal den Untergrund. Ah, hier können wir dann auch nochmal die Größe einstellen. Ich verstehe. Okay. Jetzt haben wir es nämlich über die ganze Fläche. Das ist doch schöner. Ich habe die Kamera jetzt mal eben drüber bewegt auf die andere Seite. Denn wir können hier jetzt den Untergrund auswählen. Jetzt seht ihr das auch hier links. Hier kann man dann so Baumstämme und sowas auswählen. Das ist ja cool, dass man sich das so selber gestalten kann. Das gefällt mir. Kann ich das auch rotieren? Ja. Sehr cool. Das ist echt nice. Können wir hier so ein paar Baumstämme hinlegen, ein paar Äste. Und dann kann man wirklich seine eigenen Gehege komplett designen. Das ist mega cool. So, jetzt können wir auch noch Felsen auswählen. Richtig cool. Gefällt mir. Kann man echt später so sein richtig cooles eigenes Museum einrichten. Und auch komplett dekorieren, gestalten. Ich hoffe, man wird auch noch mehr Möglichkeiten haben. Also nicht nur die Gehege, sondern auch so das Drumherum. Aber könnte ich mir echt vorstellen. Man kann Pflanzen auch ineinander platzieren. Das habe ich hier mal ausprobiert. Sieht jetzt nicht ganz so schön aus, aber das macht nichts. Wäre jetzt ja auch nur ein Versuch. Da muss das ja nicht alles perfekt aussehen. Aber man kann hier wirklich gestalten, wie man will. Die Pflanzen ändern sich auch mal so ein bisschen von der Größe und Form und sowas. Das ist auch ganz cool. Dadurch kann man dann auch öfter einfach mal die gleichen Pflanzen benutzen, ohne dass es gleich aussieht. Sollte man vielleicht auch noch ein bisschen an der Rotation und so arbeiten. Aber ansonsten funktioniert das schon echt richtig super. Das macht super viel Spaß, dass man das hier so selber gestalten kann. Richtig cool. So, hier hinten nochmal eine größere Pflanze hin. Hier vielleicht nochmal eine größere Pflanze hin. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist nicht cool geworden. Haben wir unsere beiden Ornithomimus. Meiner Meinung nach Gallimimus, ich weiß es nicht. Ornithomimus ist, glaube ich, die Unterart. Hier in unserem selbstgestalteten Gehege. Richtig cool. Gefällt mir. Gehen wir mal weiter. Mal sehen, was hier passiert. Thank you for playing Dinosaur Fossil Hunter Demo. Leute, wir haben es geschafft. Continue. Das war die Demo von Dinosaur Fossil Hunter. Hat doch mega viel Spaß gemacht, oder? Also ich fand es richtig cool. Falls ihr das auch cool fandet, dann könnt ihr es gerne zur Steam-Wunschliste hinzufügen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Falls euch das Video Spaß gemacht hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen.
Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy. Euer Paläontologe Dandy.